Es gab einen schrecklichen Anschlag in Halle am vorigen Mittwoch und wir haben Gottesdienst gefeiert, wir haben uns an vielen Stellen versammelt, es sind Kerzen angezündet in der ganzen Stadt. Und vielleicht überlegt der eine oder andere, was er auch zu Hause machen kann, und ich lade Sie ein, mit mir zu beten und ein Lied zu singen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir bitten dich für die Ermordeten, für Jana und Kevin. Nimm sie auf in den Bund des Lebens. Stärke ihre Angehörigen in ihrer Trauer. Und gib, dass wir hier in Halle miteinander unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Amen. Wie sollen wir es fassen, was nicht zu fassen ist? Es fällt schwer loszulassen und noch bleibt keine Frist. Wir hätten so viel Fragen, wir brauchen noch Zeit. Ein mit Macht, das Lachen fortgezogen, erstickt von tiefster Nacht. In uns herrscht leere Schweigen, wir können nichts mehr tun. Wozu dies tiefe Neigen? Was wir planen, die Welt ist kalt und grau. Was sein wird, wer kann sagen? O Gott, das Fragen quält. Hilf du, das Leid zu tragen, was Trost dir jetzt zählt. Lass uns Gott nicht versinken, der Schmerz ist übergroß. Dort, wo wir stolpern, hinken, halt uns und lass nicht los. Lass uns darauf vertrauen, dass du das liebst.